angemeldet haben sich jetzt aber sogar 75. In Elm entsteht zurzeit ein Erlebnisweg für Kinder. Dabei können die Kleinen auf den Spuren vom Ries Martin wandern. Wir haben schon darüber berichtet. Ein Highlight ist dann auch ein übergrosses Xylophon aus Stein, ein sogenanntes Lithophon. Und weil das halt von grossen Händen gemacht worden ist, braucht es einen Helikopter, um das gut 400 kg schwere Instrument auf den Berg zu transportieren. Es braucht schon einen Helikopter, um den Zwerg von einem Ries zu transportieren. Das Steininstrument ist fast 400 Kilo schwer. Per Luftfracht geht es so aber unbeschwerlich auf knapp 1500 Meter über Meer in Richtung Kuans bei Elm. Das Lithophon ist heil am Ziel angekommen. Gerade am Stöff Schneider geht drum ein schwerer Stein vom Herz. So, jetzt könnt ihr klatschen, ist nicht schlecht, he? hergestellt worden ist das in Israel. Das hat einige Hürden gebraucht, bis es das heute hergeflogen wurde. Bestellung, die Herstellung, dann der Transport, Lufttransport, dann von Kloten auf Elm und von Elm in Berg auf, von da auf dem Heli-Umschlagplatz an den Endstandort. Sind wir froh, dass es da steht und noch ganz ist. In dieser Bergkulisse soll der Ries Martin Musik gemacht haben. Das aber nicht etwa mit dem Alphorn. Viel lieber hat er auf Stein in seiner Nähe geschlagen. Wir haben gesagt, der Ries hat irgendwie Musik gespielt, vielleicht auf den Stein, und darum sind wir auf ein Lithophon gekommen, nicht auf ein Alphorn. Ich könnte ja sein, dass er Alphorn gespielt hat, aber ich denke, die Leute, die den Haaren kennen, können eher auf dem Lithophon spielen als mit dem Alphorn, oder? Baut hat das die Familie Naaman aus Israel. Mit viel Leidenschaft tüftelt der Vater mit seinen zwei Söhnen seit Jahren an solchen Instrumenten. So it's one of the oldest musical tools, actually. Es ist eines der ältesten Instrumente der Welt. Die ältesten Lithophone, die man gefunden hat, sind über 6'000 Jahre alt. Und auf denen könnte man sogar heute noch spielen. Das, weil Stein halt unglaublich beständig ist. Aber schwierig ist, einen Stein zu finden, der überhaupt gut tönt. Nur ganz selten hat einer einen lauten und klaren Ton. Ton. Noch könnte erst der Bauer auf dem Lithophon spielen. Ab Mitte September dürfte jeder sein Riesentalent unter Beweis stellen.